Moin ihr Lieben und herzlichst willkommen zu einer weiteren unglaublich spannenden Folge vom Ship Graveyard Simulator 2. Richtig. Und der hat schon mal gespeichert, denn in der letzten Folge sind wir hier damit stehen geblieben, dass ich eigentlich da unten draufhauen wollte. Damit hier alles zusammenkracht, ganz wild. Und das machen wir auch gleich, aber ich wollte erstmal hier schnell gucken, wie viel ich noch brauche, um die nächste Stufe hier wegzuzerren. Ne? Das wollte ich gerade mal gucken. Ich nehme da hier mal ein bisschen was mit. Hier wollte ich auch noch was runterhauen. Genau. Weil ich habe mir eigentlich gedacht, der kann das doch schon wegnehmen. Theoretisch. Das sind doch so die Verbindungsteile gewesen hier. Na, komm mal her hier. Und wir hatten ja auch alles entnietet da drüben. So, warte mal. Ich muss mal eben... Geh doch mal weg. Nein, immer noch nicht. Da klemmt es immer noch ein bisschen. Ah, okay, gut. Ah, ich sehe schon, das sind die Wände. Okay, da bleibt uns nichts weiter übrig, als hier mal dagegen zu hauen. Und zu gucken, was passiert. Ein bisschen. Ja, zumindest sehen wir schon mal, wo wir, ne, was wegnehmen müssen. Das ist nicht mehr viel. Ach so, ich trage zu viel. War ja klar, ich trage immer zu viel, Leute. So, macht euch einen Kaffee, macht es euch gemütlich, es kann eine Weile dauern. Schön entspannt heute. Zigarettchen bei, weißt du, alles ist gut. Es sei denn, ihr raucht nicht, dann bitte keine Zigarette. Ich will euch nicht verleiten. Zu dieser Sünde. Kleine Sünder. Zack. So, ich muss hier wirklich erstmal alles aufräumen, damit ich irgendwie was sehe hier. Weil viel fehlt ja nicht mehr, um an den Motor ranzukommen. Nur noch ein bisschen hier so wegnehmen. Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du doch. So. Oh. Holz haben wir auch. So. Ist das schön. Kommst du also nicht durch, du kleiner fauler Hund? Komm hier. Ja, dann brauchen wir doch eigentlich nur noch die Links-Rechts-Teile wegnehmen hier. Oder haben wir hier... Der hat das doch auch zum Wegnehmen, oder? Das gehört irgendwie zusammen, ne? Oh, was ist denn das hier? Nur ist ja ein Trümmerberg hier. Ein ganzes Trümmerfeld. Ja, wem es gefällt. Da habe ich tatsächlich was vergessen. Ist das doof. Ist ja eine Scham, eine Schmach über mich. Ja auch. Oh Leute. Was ist denn los? So geht das aber nicht. So geht das nicht weiter hier. Komm. Ja, ja, wir arbeiten uns langsam durch zu dem dicken Ding hier. So ganz langsam, ne? Ganz, ganz gemütlich. Oh. Tonnen, Tonnen von Zeug. Und den einen Auftrag haben wir auch gleich erledigt. Vom Yoshi. Yoshi. Oh. Das ist gut. Na, willst du nicht? Du willst nicht. Okay, dann nicht. Du musst ja nicht. Okay. So, pass mal auf hier. Pass mal auf. Wir machen mal ein bisschen Blödsinn hier. Schlong, schlong, schlong. Immer schön durch. Jawohl. Ah, dann müsste ich die anderen Teile da drüben auch rausnehmen. Ne? Die da. Oh, die hat es gerade ganz verdächtig geknarzt. Ja, kein gutes Zeichen.
Oh, ich muss hier mal was. Moment. Auch hier ein Durchgang. Nur ein kleinen. So. Jetzt. Ding, 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 ding. Trennen wir mal die Spreu vom Weizen. Und du? Rauch schon ab. Hä? Naja, wusste ich's doch. Oh, hier scheint mir die Sonne ins Gesicht. Mensch, das blendet mich ab wirklich. Förmlich. Wir haben alle durch, ne? Ja. Stimme verschwindet. Wo will sie denn hin? So, schnell hier. Schnell, ne? Vor allen Dingen schnell. Die müssen wir noch rausprügeln, die hinten da. Das nützt nichts. So, den und den und den. Und machen wir das kleine Ding noch raus hier, genau. Das wird jetzt, glaube ich, lustig. Glaub ganz fest dran. So. Da hinten rumpelt's. Dass mir hier alles auf den Schädel fliegt. Uiuiuiui. Lass das Ding ja quasi schon frei stehen. Ja, ich trage immer zu viel. Tut mir ja auch leid. Was? Achso. Erst runterdrücken, selbstverständlich. Das ist klar. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Schade, dass die nicht mitkommen. Und die Frage kam auch auf von jemandem, ob man jetzt nicht das ganze Teil einfach komplett wegnehmen kann. Mit dem Kran. Man jetzt einfach die Seitenteile wegnimmt, das geht leider nicht. Mal irgendwo ist noch eine Verbindung dann. Und dann haut es nicht hin. Weil ist ja getrennt jetzt links und rechts. Nur wenn ich jetzt einen Kran holen wollen würde, geht das nicht. Leider nicht. Leider nicht. Ich hätte es mir auch besser gewünscht, aber... Es ist es, wie es ist. Aufräumen, aufräumen ist gut. Komm. So. Schön mitkommen, mitkommen, alle zu mir. Bitte, danke. Ja, ich trage immer zu viel. So, wie kriege ich das jetzt hier oben hin? Dass wir jetzt hier einfach mal den ganzen Rums über uns zusammenkrachen lassen können. Uns fehlen da oben noch knapp 70 Kilo für den nächsten Auftrag. Das finde ich natürlich gut. Ich finde das großartig. So, die werden wir... Ach komm, die nehmen wir auch weg, oder? Ne, die brauche ich eigentlich nicht wegnehmen. Den brauche ich auch nicht wegnehmen. Den auch nicht. Aber hier drüben müssen wir ein bisschen weitermachen. So, da haben wir ja schon einiges gemacht. Und den auch. So, da haben wir hier alles schon mal getrennt. Das ist gut. Ach komm. Kommen Sie mal mit. Boah, so viel Zeug hier. So, hier drüben.
Müssen ja eigentlich nur die tragenden Elemente zerflexen. Und schon ist das Ding gegessen. Ja, hier trägt auch noch viel. Hier trägt noch ein bisschen was. Ding, ding. Was ist mit dir eigentlich? Ach, du willst auch mitkommen. Ja, das ist nett. Du bist so ein nettes Stück. Okay, das ist auch durch. Du kommst auch mal mit zu Papa. Oh ja, hier gibt es noch viel. Kriegst du viel? Jawohl, ich weiß. Bö. Zack. So. Ich komm mit. Come to me, baby. So. Okay, das nehmen wir auch mal weg hier. Vorsichtshalber. Oh, jetzt hat es wieder dieses komische Geräusch gegeben. Weiß gar nicht, ob ihr das auch hört. Das ist so wie so ein Knistern. Oder ob das einfach normal ist, keine Ahnung. Wissen wir nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Komm her. Na, jetzt aber, ne? Nicht müde werden. Wir ziehen das durch. Bis zum nicht vorhandenen Morgengrauen. La 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 la. Die Vöglein ziehen da oben ihre Kreise und Bahnen. Das Leben als Vogel ist bestimmt auch nicht schlecht. Den ganzen Tag den Leuten auf den Kopf. Ihr wisst schon. Darfst ja nicht so böse Wörter sagen hier bei YouTube, ne? Sonst bist du ja gleich wieder. Mit deinem Video nicht gepostet und gelistet und, ne? Mir ist auch ganz wichtig, dass ihr liked, wenn ihr Bock habt und einfach da den Daumen nach oben drücken. Das wäre richtig cool. Weil dann freut sich YouTube und sagt, wuhu. Und ich sage auch, wuhu. Und ihr sagt auch, naja, ihr wisst schon. So, warte mal, haben wir den schon? Ne, den haben wir noch nicht. Warum nicht? Warum nicht? Runterdrücken, ich drücke. Ihr habt gedrückt, Leute. Ihr habt es gesehen. Ich trage zu viel. Ja, ja, hier ist ja immer zu viel. Oh, Million Tons. Da haben wir schon 26 Tonnen. Aber wir wissen ja, dank der Community, der kann so viel mehr, der LKW. Das ist der beste LKW von allen. Der kann Millionen tragen. Millionen. So, warte mal. Wir nehmen mal das hier weg. Kann man das schon? Dürfen wir das schon? Wo hängst du noch fest? Sag mal. Wo hängst du noch fest? Freundchen. Ach, hier unten. Ja. Oh, jeez. Opala. Okay, ich fange dann mal an zu sammeln. Ich sehe gar nicht mehr. Ich bin... Ah. Oh. Ich liebe es. Entschuldigung. Es ging mal wieder mit mir durch. Aber wir haben einen Auftrag oben erfüllt. Das ist doch nicht schlecht. Das ist alles verrückt hier, oder? Aber der Motor ist noch da, das ist wichtig. Wie heißt das eigentlich beim Schiff? Ist das ein Motor oder ist das eine Turbine oder was ist das denn eigentlich? Leute, klärt mich bitte auf, ich bin dumm. Sagt mir, wie das heißt.
Oh, das kann sich jetzt hier wirklich nur um Tara handeln. Uiuiui. Der Wahnsinn, Leute. Der Wahnsinn. Ich gehe gleich den Auftrag einlösen. Ja, das Gold habe ich immer noch nicht. Nee. Immer noch nicht. Oh, wir flitzen mal schnell rüber. Ich nehme euch mal mit in mein geiles Büro. Da ist nicht mehr viel übrig. Das ist gut. So. Komm her. Du hättest gern das da. Bitteschön. Dankeschön für das Geld, mein Freund. Oh ja. Tuna Colada. Ein wildes kleines Stück. Nee, geht noch nicht. Schade. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Das werden wir uns hier mal durcharbeiten zu dem Motor. Und die Dinger unten wegflexen. Damit wir den bergen können. Da haben wir das zumindest schon mal erledigt. Boah, das ist ja viel Kram. Uiuiui. Da ist das andere Teil. Okay. So, 15 Kilo Gold. Na, hat das geklappt? Ja, natürlich. War ja professionell ausgeführt, das Ganze. Uiuiui. Finde ich auch cool, dass dann manche Teile sogar verbiegen, dass sie daran gedacht haben, ne? Oh, das ist ja ein Haufen. Hallo? Ich muss gar nicht runterdrücken. Das ist schon runtergedrückt, mein Freund. So, sind wir ja fast dran. Oh. Man vielleicht so einen Erntesimulator entwickeln. Ich pflücke den ganzen Tag Heidelbeeren. Das ist ungefähr dasselbe hier. So, guck mal her jetzt hier. Mein Freund. Schlong. So, das müsste so gewesen sein, oder? Na klar. Richtig, einfach holen. Und dann sind wir glücklich. Ach, da kommt er. Okay. So sonnig hier. Kannst keine Fotos machen. So. Da siehst du, haben wir doch schon wieder ein großes Stück erledigt. Wow, hier sieht's aus. Ich trage schon wieder zu viel. Ja, ja. Kam denn da noch rausgeflogen? Da lag wohl noch ein bisschen was drauf. Oh, Leute. Ja, den Rest kriegt man ja relativ schnell weg hier. Ne? Wir kennen ja das Prinzip schon. Ach so, ich trage zu viel. Oh, da war Gold dabei. Jawohl, da war's. Okay. Dann nichts wie los. Die nächste Kohle holen. Und der Rest ist alles unser. So, Kontakte, dieser und tschüss. Sehr gut. Tuna Colada, beende alle Aufträge. Ein Achievement. Yippie. Na siehste, sind doch alle glücklich. Ich habe 1,6 auf der Kasse. Sehr gut. So kann's laufen, ne? So kann's laufen. Was ist denn das hier eigentlich alles für ein Zeug hier unten? Es ist sogar da runtergeflogen. Na herrlich. Oh. Ich trage zu viel. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Sollen wir bloß noch die fetten Teile da hinten irgendwie rauskriegen? Manchmal checkt das nicht so richtig, wo man eigentlich was... Oh, na? Gut. Wo man was anheben will hier. Oh, das ist ja ein Berg hier.
Der dickste Berg von allen. Wahnsinn, ey. Und da ist noch so viel mehr. Oh Gott, Leute, das hört gar nicht mehr auf. Das ist dann schade, wenn, wenn man das dann wegholt hier und das bleibt drauf liegen auf den Teilen, dass er das dann nicht mitzählt, sondern vorher abwirft. Finde ich ein bisschen doof, aber gut. Alles gut. So. Ich trage zu viel, natürlich. Jetzt hat das hier zum Beispiel. Das checkt er da nicht, was man von ihm will. Wahrscheinlich, weil da was drauf lag, oder was? Wie bei Mikado hier. Okay, dann nehmen wir das halt von oben. 180. Oh. Da haben wir schon 28 Tonnen drauf. Siehst du mal. Das kann sich ja nur um Wochen handeln. Schwupp. Dicke, fette Teile. So, wollen wir uns da mal durch... Schaut da mal den Haufen an hier. Nee, wir können uns da gar nicht irgendwie im Moment Platz schaffen, weil das dauert ja alles ewig. Was ist denn jetzt? Was hast du denn für Sorgen, mein Freund? Oh. Da klickst dich tot hier. Zack. Gott, oh Gott. Das ist tatsächlich so ein bisschen durchgebackt, ne? Direkt runter und das Schiff. Aber na gut, solange der Kram liegen bleibt, kriegen wir das schon irgendwie wieder. Warte mal, wir können doch hier nochmal normalerweise, ne? Jo. Machen wir gleich noch mehr Mist. Wir haben ja noch nicht genug. So. Ah, jetzt meine ich, das war so schön verbogen. Das war echt, das manchmal ist toll. Aber das machen sie nicht mit allen Teilen, ne? Sonst wäre hier viel mehr verbogen. Gerade auch die Stahlträger hier und der ganze Quatsch. Schwupp. Oh, joi. Nimm es, mein Freund. Nimm es dir. Es ist alles deins. Hier, noch mehr. Immer mal eine Ladung wegschaffen. Weil ein paar Upgrades durchführen. Kohle haben wir genug. Ich würde gerne meine Sammelhand ein bisschen upgraden. Was für solche Fälle hier, ne? Schauen wir mal. Obwohl, ich habe keine Flüssigkeiten. Ne, ich muss warten. Weil das Upgrade, das eine braucht Flüssigkeiten. Warum auch immer meine Hand Flüssigkeiten braucht, ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen Bodylotion oder was, keine Ahnung. Da. Aber wir können ja mal gucken. Lass uns mal gucken. Komm, wir gucken mal. La 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 la. Moin. Guten Tag. Ich hätte gern... Ja, ja, richtig. Die nächste Stufe. Okay. Vier Gegenstände auf einmal. Was brauchst du dafür, mein Freund? Flüssigkeiten. Nee. Das ist ja so doof. Hier, schaut mal, jetzt haben sie es gefixt, ne? Jetzt haben sie es gefixt. Guck ich denn Flüssigkeiten hier aus dem einen Motor hinten, oder? Oder aus diesen Ölpumpenteilen da? Oder ich kann natürlich sortieren, ne? Ist klar. Machen wir auch. Komm, wir machen das schnell. Komm, zack. Hui. Uiuiui, das ist ja auch ganz schön holperig heute hier. Ding, 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 ding. Voilà.
So, jetzt wird's wieder laut. Ohren zu halten. Wisst ihr, was ich meine, ne? Wenn da einer 500 Tonnen drauf hat, der ist dann den ganzen Tag beschäftigt damit. Oi, oi, oi. Moin, mein Freund, jetzt bist du dran. Komm mal her, hier. Zack und bums. Ich bedanke mich recht herzlich. Haben wir noch was? Löti Lampi, bitteschön. Auch noch. Ja, ja, du, ich gehe nochmal zu deinem Kumpel rüber. Ich frage nochmal nach dem nächsten Hand-Upgrade. Hallo? 240, gekauft. Aber noch die Stufe 3, oder mal den Hammer. Ja, oder warte mal. Der Hammer. Das ist der Hammer, Leute. Lötlampe. Die ist nicht so wichtig. 900. Alter Vater. Ich glaube, du bist verrückt, oder was hast denn du für Preise hier? Sag mal, du bist der Einzige am Markt und regierst hier, ne? Du, es ist hier, also das Kartellamt würde sagen hier, ne. Geil, Leute, hier, schaut euch das an. Lila Lampe, auch gleich noch. Zack, bumm. Sehr cool. Krieg mal noch ein Teil, warte mal. Mit dem Handspielchen. Kaufen, zack. So, jetzt gucken wir mal. 251 Flüssigkeiten, hoffentlich reicht das. Hallo, mein Freund. Ja, uhuhuhu. Mal einfach schneller sammeln, wisst ihr? Das ist ja irre hier. Das ist ja irre hier. Aber sieht schon gut aus hier. Das sieht schon gut aus. Mal gleich ein bisschen näher. So. Schön durchs Gemüse wühlen hier. Herrlich. Warte mal, wir schauen mal, ob er hier noch... Nee, noch nicht. Das ist ja blöd. Aber egal. Leute, wir ziehen durch hier. Den ganzen Tag. So. Hier haben wir doch auch schon was weggewümst. Tragt zu viel, jawohl. Na, so einen richtigen Unterschied macht das jetzt noch nicht, ne? Muss das halt richtig erwischen. Mhm. Lulul. Aber es geht irgendwie schon schneller, weil wir sind schneller voll. Habe ich so im Gefühl. Ja, ja. Ist alles gut. Oh doch, das geht deutlich schneller. Deutlich, deutlich. Zack.
So. Ich drücke, jawohl. Oh, was haben wir denn da? Ein Geldkoffer? Wo kam denn der noch her geflogen, sag mal? Also geht wahrscheinlich doch nicht alles kaputt. Was hast du denn jetzt? Komm, nimm doch den ganzen Bums jetzt. Stell dich doch nicht so an. So. Ja, das geht schon besser von der Hand jetzt. Warte mal, was er da wegnimmt mit einem Schlag, ne? Zack, zack geht das hier. Wupp. Schwupp und wupp. Da ist eine Treppe da hinten. Schaut mal einer an. Die Treppe in die Unterwelt. Oh hier. Komm. Zack. 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 Ah, Freunde der Nacht. In der nächsten Folge werden wir wohl das Ding nur abarbeiten, oder? Was denkt ihr? Ich denke schon. Das schaffen wir in der nächsten Folge. Ja, da glaube ich ganz fest dran und ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Abo, Like, Kommentar nicht vergessen. Ihr denkt dran, der YouTube-Algorithmus, der liebt euch und mich nur, wenn ihr kräftig klickt und liked. Und dann kommen wir alle in den Himmel. Und ich muss keine kleinen Katzenbabys umbringen. Okay, tschüss.